So, moin Leute, willkommen zum neuen Video über den Axial. Wow, das ist biegsam. So, machen wir weiter. Jetzt werden die einzelnen Baugruppen, die eben alle gemacht wurden oder vorher gemacht wurden, alle miteinander verbunden. So, kann man die hier nicht durchdrücken einfach? Egal, ich schraub die. So, wo habe ich meinen? Hier? Nee. Da. So, da kommt jetzt diese Y-Pendel-Dingsbums-Achse daran oder Aufhängung oder was immer das auch sein soll. Wie man sich das auch schimpft. Boah. Ja. Also ich bin eigentlich bisher mit der Qualität so zufrieden. Ich habe da jetzt keine Vergleichswerte. Ich weiß auch jetzt nicht genau, was der auch gekostet hat. Aber also ich finde es ganz gut. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, irgendwie mehr Alu und so. Ich habe gedacht, das wäre so ein richtiges High-End-Ding, aber es gibt auch irgendwie alles in Alu, aber ist halt nicht dabei, ist halt das Kit. Aber ja, stimmt trotzdem richtig geil. So, jetzt haben wir. Jetzt kommt eine der Achsen dran. Und zwar mit dem Ausschiebbaren nach hinten. Wenn man jetzt hier mal reinguckt, da ist ein Gewinde zu sehen von beiden Seiten. So, und dann kommt hier so ein kleiner Stift rein, der oben ein Gewinde hat. Und den hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Aber egal, ich kann das ja auch so machen. So. Stift da durch. Kleinen Imbus. Aha, was vergessen. Was vergisst man an so einer Stelle gerne? Den ins Bild zu tun. Nein. Schraubensicherungslack. Hol in die Anleitung rein. Ist ja widerlich. Oh. So. Das war das. Höchst interessant. Das gleiche bei der anderen Achse jetzt. Machen wir erstmal eben die Antriebswelle ran. So. Mahnschraube. Diesmal mache ich das hier vorne. Vorsichtig den Lack da dran. Das Loctite. Sieht ganz schön voll aus, die Flasche, ist es aber gar nicht. Ihr müsst wissen, ich habe gerade total Hunger. Und zwar der gute Laser gerade über WhatsApp ein Bild geschickt von schönen Brötchen mit Leberkäse drauf und Senf. Und das liebe ich auch. Schönen Dank, Laser-Penner. Muss ich mir das nachher auch noch unbedingt besorgen. Zum Armbrot. Oh. Irgendwie will das hier gerade nicht. Noch eine Frage der Zeit, bis ich es habe. Ist das denn die Möglichkeit? Wo ist denn der? Voll fail. Jetzt muss ich ihn aber haben. Oh. Hoffentlich lacht jetzt keiner über mich. Gleich mache ich einen Cut. Gleich hat das verschissen, das Ding. Also ich gehe mir eine Sache hier auf den Grund eben. Irgendwie passt da nicht rein. Bis gleich. So, unglaublich. Ich habe es geschafft. So ein Scheiß. Ja. So, jetzt werden hier Dämpfer da schon dran angebracht. Cool. So, jetzt zwar kommen jetzt diese geilen. Welche kommt zuerst? Zuerst die mit Lenkung. Diese geilen Alu-Stangen hier, wo Axial drauf steht und die Maß und sowas zum Tragen. So, und da kommen jetzt erstmal Mahnschrauben rein.
Und auf die Mahnschrauben kommen jetzt Pfannen drauf. Warte mal, wie kann man die ganz reindrehen? Ah, die kann man festdrehen, muss man ja auch. Das ist ja nichts. Ja. Sehr gut. Die sehen echt Hammer aus. Richtig schön wertig. Huch. Zack. Das läuft doch. Bin echt so gespannt, wie der wird. Das ist ja schon jetzt das dritte Video, in dem ich mich befinde. Ich weiß ja gar nicht, wie die vorigen Videos angekommen sind. Weil von zu diesem Zeitpunkt ist noch keins der Videos hochgeladen. Jetzt lädt gerade das, wo der Nitro Circus Shock Construct ein Upgrade kriegt, das lädt jetzt gerade hoch. Das heißt, so lange ist das dann schon her, dass ich das Video hier gemacht habe. Ja. Den Nitro Circus sind wir zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht gefahren. Ich bin immer noch gespannt, wie schnell er jetzt wird. Ja. Mein Losi Mama Monster bin ich auch noch nicht gefahren. Das ist echt zum Kotzen. Eigentlich müsste der auch auf jeden Fall demnächst mal. Ja, mal gucken. Ich glaube, der und der von Michi, das werden die ersten sein, die einen Speedrun machen werden. Da kann man sich wohl sicher sein. Dass wir mal einen Anhaltspunkt haben, wie schnell die sind. Und dass wir einen Anhaltspunkt haben, überhaupt, wie der Losi fährt. Ich verliere den Grip, ich verliere den Grip. Ah. Ja, meine Hassaufgaben am Bausatz, die Dämpfer und die Diffs habe ich ja schon hinter mir. Wo die Diffs bei diesem Auto ja eher interessant waren und nicht schlimm waren. Ich hasse das. Dieses Rumgeschmieren. Ich meine, bei neuen Autos ist das noch schön. Aber wenn man da Gebrauchte hat und oh, ich das nicht leiden kann, diese Schmierscheiße dann. So. Jetzt habe ich ja tatsächlich mir vergessen, das vorzubereiten. Und zwar brauche ich wieder hier mal Kugelköpfe. Zack. Zack. Ungewohnt, dass die hier in Plastik sind. Zack. So. Komm da rein. Okay. Na, jetzt brauchen wir zwei Dämpfer. So, das soll hier dann schon wieder auf Kamera. So eine lange Schraube, die kommt hier von außen. So. Dämpfer hier hin. Komm schon. Geht da nicht durch, oder wie? Kann aber nicht sein. Doch. So. Dann kommt das Gestänge davor. Auch durch. Wie ihn? So. Ah. Oh, jetzt ist er wieder weg. Ein bisschen widerspenstig. Ist es denn die Möglichkeit? Ich hab's gleich. So, jetzt habe ich die, ich sag mal links hier sind das hier und den Dämpfer da drinnen. Da kommt hier drüben eine selbstsichere Mutter drauf. Und dann wird das festgezogen. Tue ich mal eben. Dann haben wir auch schon die erste Seite geschafft. Die anderen terrorisiere ich euch jetzt nicht mit. Das einmal zeigen. Ja. Wunderbar.
Ich bring die anderen vier eben an und dann sehen wir uns wieder. So, Tagchen Leute. Es geht weiter. Und zwar sind wir jetzt bei Back D angekommen mittlerweile. Und ja. Jetzt geht's hier irgendwie mit Getriebe los. Und ich sehe auch Hauptzahnrad und sowas. Gut, dann wollen wir mal anfangen. So, und zwar das hier. Grease brauche ich gleich wieder, das Fett. Was haben wir denn da? Ich brauche zwei Lager. Sieht nach den kleineren Lagern aus. So, oh, das kleine Plastikgetriebezahnrad hier. Von beiden Seiten muss da ein Lager reingedrückt werden. Ja, ich denke mal, Crawler sind die Belastung wohl nicht so groß, oder? Ach, da jetzt alles aus Metall sein muss. So. Wo haben wir hier so einen kleinen Schaft, der da durchkommt. Dann ist hier im Getriebekasten halt eine Ausbuchtung dafür. Zack. Achso. Oh Mann. Machen wir schon mal ein bisschen Fett da dran. Wo wir den da reinstecken. Zack. So. Dann kommt jetzt hier ein längerer Schaft. Hier, das ist jetzt aus Metall. So. Da sieht man hier, wie das gemacht wird. Kleiner Pin. Durch. Zack. Pin in den Schlitz hier. Bingo. Auch Fett dran. Da kommen auch jeweils zwei Lager. Und kommt hier oben rein. Oh, was ist das für eine Sauerei? Warum fällt denn die Scheiße wieder raus? Gibt's doch nicht. So. Das große. Da kommen jetzt diese beiden Dinger hier. Ein etwas dickerer Bolzen soll dazwischen. Ja, da steht Baum. Also man soll auch die Richtung beachten. Die Richtung. Diese Richtung, die sind da komplett gleich. Ach ne, sind sie nicht. Gut. Und hier steht wieder AX8009. Sehe ich jetzt erst. Aber den habe ich hier und dann Nummer 5. Bingo. Kommt hier in die Mitte. Gut, ich baue das mal eben zusammen, weil das mit kleinen Fummelschrauben gemacht wird hier. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Das Getriebe steht soweit. Ja, ich musste gerade ein bisschen gucken, weil hier ist ein Fehler drin. Das hat auch The German RC Channel mir jetzt erzählt. Hier ist so ein kleiner Bolzen zu sehen, was wohl dieses Teil hier ist, was dazwischen soll. Was aber gar keinen Sinn ergibt, weil es passt nicht dazwischen. Dass der richtige Abstand ist, wenn die beiden Platten genau in dem Zahnrad anliegen und nicht, wenn da noch was zwischen ist. So, dann ist das alles viel zu breit, das funktioniert auch überhaupt nicht. Er hat es auch nicht eingebaut. So, deswegen habe ich es jetzt weggelassen. Verstehe ich nicht, was das soll. So, gehen wir auf die nächste Seite. So, jetzt bauen wir den Motorhalter. Der Motorhalter. Dann brauchen wir 8078. Oh, oh, oh. Da war ich schwer, die vorbereitet. Aber lassen wir das jetzt so verteilen.
das hier mit bei, jo. Guck mal, hier ein Zipbeutel mit bei. Ist ja geil. So, schnell noch wegknipsen. So. Gott, oh Gott, oh Gott. Also jetzt muss man das Getriebe noch wieder haben. Und zwar so. Jetzt kommen die ganzen langen Schrauben da einfach durch. Zack. 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 Bin ich oben im Bild? So. Müssen die da ja auch alle mit durchgehen? Jawohl. Und. Ach, der hat jetzt ein Gewinde drin. Ist ja geil. Oh. Wie ich Loctite hasse, Leute. Das muss reichen. Mehr Loctite benutze ich nicht für dich, Ami. Ich bin echt so gespannt. Ich kann mir ja noch gar nichts darunter vorstellen. Das ist auch irgendwie anders so ein Bausatz, als finde ich irgendwie jetzt jemand ein Bash-Auto aufbaut. Da merkt man schon teilweise den Unterschied. Oder jetzt zu einem Onloader. So viel Bullets habe ich jetzt auch noch nicht gemacht gehabt. Von daher. Ja. Das war das. Jetzt kommt das Hauptzahnrad hier dran. Mit Slipper und so weiter. Ja. Ja. Das hummel ich mir mal eben zurecht, Leute. Weil das wird ja sonst zu lange dauern. Das muss ich dann mal eben ganz gucken, wie das gemeint ist alles. Und ja, sehen wir uns gleich wieder. So. Da bin ich wieder. Bin jetzt soweit. Slipper ist eingestellt. Zahnrad ist dran. Ja. Ganz cool. Jetzt kommt der Motor dran. Ich habe mal die Carson-Scheiß-Aufkleber da abgemacht. Sollte ich machen. Ja, wollen wir den mal ranschrauben, ne? So. Ich stelle ihn natürlich noch nicht ein. Ich mache den jetzt erstmal nur fest hier. Ist der irgendwie, hä? Warum geht das irgendwie nicht? Oder täuscht das? Fail. Wenn man die Schrauben nicht sofort dran macht, fallen sie wieder ab. Jetzt lachen bestimmt wieder einige Experten. Ich stelle mich mal noch doof an, unglaublich. Ey. So, die ist dran. Dann ist praktischerweise noch die Unterlegscheibe auch dran geblieben. So, Hauptzahnrad weiß ich jetzt gar nicht, was das hat, das steht da nicht drauf. Aber das Ritzel ist ein 20er, das was dabei ist. Und ja, ob das sein muss, keine Ahnung. Weil irgendwie viel kleiner dürfte es auch nicht sein, so wie ich das hier merke jetzt. Ist ja krass. Voll heftig, das ist ja schon fast fester. Also, das ist ja gar kein Einspielraum mehr. Komisch, das Axia ist das größte Liefer, was es gibt dafür. Ich weiß nicht, was das Bieders bei Quadern sein muss. Das ist ja komisch. Höchst merkwürdig. Ja, fühlt sich erstmal gut an, das kann man erstmal so lassen. Machen wir erstmal drauf, das kann man hinterher, wenn das Auto fertig ist, nochmal vernünftig einstellen dann. Und sich dann, weil dann weiß man auch erst wirklich, wie fühlt sich das an. Und ich habe mich die ganze Zeit gefreut, dass die Tüten immer alle weg sind. Irgendwie ist jetzt aber hier so ein Schaft übrig geblieben hier mit Gewinde dran. Also, was das jetzt soll, weiß ich auch nicht. Oder wo der hin soll, habe ich noch nicht entdeckt. Weil gleich sind diese Tüten fertig und dann. Ja. Schneller.
keine Zeit. Oh. Das ist eine Formelei, ich sag euch das, Leute. So, dann kommt er noch auf die Bodenplatte hier drauf. Und zwar so. Dann haben wir zwei längere, die kommen hier hinten rein. Wir Schraubenzieher wechseln. Ja, spare ich mir jetzt mal den Rest. So, was war das? Motor ist drinne. Und Getriebe ist fertig. Ja, das reicht. Video soll nicht so lang werden. Alles klar. Bis zum nächsten Bauabschnitt, Leute. Tschüss. Erst ein E-Clip und dann. Komm schon.